Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Spyro 2. Ja, wuh! Und wir betreten jetzt das Level Metropolis. Oder Metropolis, wie auch immer. Eine Welt, die ich jetzt nicht so sehr mag, aber ist okay. Ist bei den meisten Leveln hier in der Wintertundra so, dass ich sie nicht so sehr mag. What the fuck? Das erschien gerade fast so, als ob der Roboter irgendwie scharf auf das Schwein wäre. So, oh. Ne, so irgendwie. Aua. Aua. Ah. Zu stabil. Na gut, dann erzähl mir mal was Schönes. Diese Bauernhofmeuterei läuft aus dem Ruder. Wir brauchen jemanden, der die Ordnung wiederherstellt. Der Erfinder-Droid hat etwas Großes vor. Wieso der? Ist doch eine Sie. Wurde das jetzt geändert? Und ich könnte mich ja irren. Aber hat er die gleiche Stimme wie Janosch von den Deponia-Spielen? Das klang gerade irgendwie so. Oh, dieser Bauernhof, da, läuft voll aus dem Ruder. Das schien mir gerade echt so. Dank der Einsparungen sind diese Aufzüge in einem üblen Zustand. Der hier steckt fest. Er funktioniert bestimmt wieder, wenn du ihm einen heftigen Schlag verpasst. Okay, dann mache ich das mal. Aber schade, die sprechen hier gar nicht mehr so monoton wie damals. Ich sage immer, fast alles funktioniert wieder, wenn man draufhaut. Mhm. Okay, dann wollen wir das erste Frontschwein killen. Wie das die Zunge rausgestreckt hat. Oh, geil, Selbstmord. Warum auch immer sich hier die Bauernhoftiere auflehnen. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Wir wollen nicht mehr gemolken werden. Wir wollen uns jetzt selber melken. Oder was ist euer Scheißproblem? Wenn das Schweine rebellieren, würde sogar noch Sinn machen. Weil Schweine werden ja nur gehalten, eigentlich um sie zu schlachten. Aber ansonsten, mal davon mal abgesehen, für die Kühe ist es doch eine Erleichterung, eigentlich sogar gemelkt zu werden. Richtig? What was that? Haben die sich jetzt selber gekillt? Und wenn ja, warum? Bin ich anscheinend mal irgendwie zu nah schon rangekommen und dann sind sie hier gegen die Wand geprallt wahrscheinlich. Interessant. Na. Als ob die Eierschale das merken würde, wenn sie vor mir steht. Aber egal. Wie du siehst, hat ein wilder Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Dabei dachten wir, ein gefrorener Gehweg würde die Tiere fernhalten. Tja. Der Ochse ist sehr stark. Ich empfehle den Einsatz von Bomben. Du hast richtig gehört. Bomben. Nicht nur eine. Okay.
Aua. Nein. Ich sollte hier echt mal kurz runter. Hey, der macht das ja gar nicht wie im Original. Nein! Oh, das ist ja hier viel schwieriger! Hilfe! Nein! Oh je, ich sterbe hier gleich, ey. Ich glaube, ich heile mich mal ganz kurz und hoffe dann mal, dass der Ochse nicht seine ganze Energie wieder hat. Ach, Gott sei Dank sogar ein Leben. Das war gut. Du scheiß Ochse! Na, warte! Das war gut. Ah, oh, schade. Aua! Nein! Oje, 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 oje. Ich muss hier mal weg. Ich muss hier ganz schnell weg, 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 weg. Nein! Um Gottes Willen! Oh Mann! Nein! Ah! Ach, okay. Exzellent, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt verteidigen. Nimm diese optisch ansprechende Belohnung. Ich habe diese Mission ja schon damals nicht gemocht, aber sie war damals nicht so scheiße, weil man da tricksen konnte. Oh, da war ich fast zu hoch von meiner Höhe. Ja, Flughöhe. Sieht aber schön aus. So Lavalampen hier irgendwie. Ja, so ähnlich zumindest wie Lavalampen. Warum tötet ihr euch schon vorher selber? Seid ihr doof? Findest du doch auch doof, kleine Fee, oder? Lach nochmal so süß. Na los, lach. Brave Fee. Aber echt, ey, diese dumme Schweine. Kommt her. Ach, Leute. Ja, los. Will der eigentlich mit dem Teil machen, die Wände abscannen? Schien bisher jedenfalls immer so. Ah, Spyro, ich habe dich erwartet. Danke für deine Hilfe beim Vereiteln der Meuterei. Bitte nimm dieses Objekt, das Lebewesen zu mögen scheinen.
Das ist eine Premiere für Avala, ein Kombinations-Power-Up. Zum Glück bist du hier, um es zu testen. Denn jemand muss die Schafe in ihren Raumschiffen aufhalten. Ist das so? Jetzt sehen sie wenigstens auch ein bisschen mehr aus wie Schafe. Aua! Aua, 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 aua. Exzellent! Du hast diese Schafe vom Himmel geholt. Nimm diese Kugel als Beweis für dein Können. Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Notruf gesendet. Weitere fliegende Untertassen sind unterwegs. Oh nein. Ihre Stimme erinnert mich irgendwie ziemlich an diese Stimme von Resi 2 Remake im Labor. So, willkommen im Nest. Aua, dass sie sofort dann wirklich schießen, ist so fies, aua. Ich bin verwundet, ich bin schwer verwundet. Heilung. Oh, Manno. Oh, Glück gehabt. Ha. Ha. Gut geflogen, Drache. Du hast bewiesen, wie toll meine Doppel-Power-Up-Erfindung ist. Hier, nimm das zur Feier deines Sieges. Danke. Dass diese Eier erscheint und so rumhüpft, ist echt herrlich. Ich bin echt froh, dass jetzt mit den Schafen hinter mir zu haben. Die haben so schnell geschossen, damit hinter denen war. Sofort! Da hat man gar keine Zeit, überhaupt irgendwie eventuell auch nur zu versuchen auszuweichen. Und sowas ist doch böse. Ganz doll böse ist das, ja, ja. Der Schatten. Was soll das denn hier bitte schön sein? Zing! Keine fliegenden Schweine erlaubt, oder was? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sieht es witzig aus.
Na gut, ich glaube, hier haben wir dann soweit Aua. Alles? Dann können wir jetzt mal ganz schnell den Aufzug nutzen. Wo geht's lang? Wo? Aua! Ah, Hilfe! Flugprobleme! Yay! Yeah, stylisch. Tja. Der arme kleine Roboter, der hat hier auch nichts Besseres abgekriegt als den Tod. Er wurde zerstört. Warum nur? Armer kleiner Roboterbeamter. Aber naja, gut. In dieser Hinsicht kann man nur sagen, zum Glück ist es nur ein Roboter. Er hat wahrscheinlich keine Gefühle dementsprechend, also hey. Gut, Leute, dann bleibt uns wirklich nur noch ein Level übrig bis zum Bosskampf, nämlich der Roboterbauernhof. Und witziges Funfact am Rande ist, dass ich zum Zeit dieser Aufnahme, ich hoffe, ich habe jetzt auch bitte zur Zeit und nicht zum Zeit gesagt, auf jeden Fall habe ich zurzeit noch nicht dieses Level aufgenommen. Auch noch nicht den Bosskampf gegen Ripto, natürlich. Also bis hierhin geht im Moment nur meine Aufnahme vom alten Spiel. Und naja, dann wurde es mit Corona immer kniffliger. Ich habe gedacht, jetzt oder nie, schnell zu meinem Freund. Und dann, ja, jetzt bin ich hier und nehme halt schon mal das Remake komplett auf, ne? Why not? Ja, das ist ein Funfact für euch am Rande. Ich hoffe auf jeden Fall, das Level eben hat euch gut gefallen. Und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir zum Roboterbauernhof gehen. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Spyro rollt sich hier noch ein bisschen rum und genießt sein Leben bis dahin. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.